Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristen-Kanal und es soll wieder ein Update hier zu den Amanos geben. Was ist passiert? Naja. Natürlich war es jetzt endlich soweit, das zweite Weibchen hat geworfen. Ich habe dann die Lampenmethode probiert. Ich habe einfach hier mein Handy zwischen dieses Becken und das andere Becken geklemmt und das Ganze, weiß ich nicht, 10 Minuten stehen lassen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war schon ganz traurig, dass sich da keine einzige Larve hat blicken lassen. Dafür hatte ich da eine Menge Copepoden drin. Warum auch immer die sich jetzt hier angesiedelt hatten, vielleicht lag es am Futter oder an den sonstigen Umständen, ich weiß es nicht. Jedenfalls waren da einige Hüpferlinge, also Copepoden drin, die jetzt also ja, zusammen mit dem Amano-Weibchen da drin rumhopsten. Ich habe dann das Weibchen und die Häutung entfernt, Weibchen wieder zurückgesetzt zu den anderen natürlich. Dann habe ich hier Moos und Wurzel, was da sonst noch so drin war, rausgenommen. Und das komplette Wasser, was in diesem kleinen Becken war, habe ich dann durch so einen feinen Kescher, durch so ein feines Sieb quasi durchgegossen und dieses ganze Zeug dann in das vorbereitete Brackwasserbecken hineingegeben. Und ja, mich reingeschaut, außer Hüpferlingen nichts gesehen, auch am nächsten Tag, ja, Hüpferlinge. Also ich hat mich echt erstaunt, was diese Zyklops mitmachen. Die haben dieses, ja, spontane Salzwasserübersiedlung, haben die alle gut verkraftet. Auch wenn ich jetzt da reingucke, dann hopst es da rum wie verrückt. Ganz viele Copepoden, alles ist voll. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt spezielle Copepoden sind, die das eben gut mitmachen. Anscheinend geht es denen da drin richtig gut. Und ich habe überhaupt keine Larven gesehen. Das hatten wir bei dem Becken hier auch, dass ich am Anfang mal 2, 3 gesehen habe und ich war total traurig, dass kaum was drin ist. Jetzt, ja, wenn ich da so reingucke, da wimmelt es vor Larven. Also es ist richtig, richtig voll. Ich weiß nicht, wo die sich am Anfang versteckt haben. In den Kommentaren war mal die Annahme, die ich auch hatte, dass die sich eben auch am Boden festhalten. Ich hatte ja noch Moos und eine Wurzel drin. Ich vermute, die haben sich am Anfang einfach die ganze Zeit irgendwo hingesetzt, den Grund abgeweidet, da waren ja nur auch schon Algen vorhanden. Und ich kann das jetzt auch wirklich beobachten, dass die sich wirklich aktiv zum Boden, hier wächst jetzt nach und nach alles zu. Ich habe jetzt auch extra für die Aufnahmen hier, ich habe versucht, diese Larven jetzt mal zu filmen. Ich weiß noch nicht, wie gut das nachher wird, werdet ihr jetzt hier eingeblendet sehen. Habe ich extra mal die Scheibe ein bisschen freigekratzt, weil wirklich alles voll ist jetzt mit Algen. Und ja, das ist eigentlich ganz schön, dass es jetzt auch hier wieder frei ist, denn ich sehe da, ich weiß es nicht, ich kann die gar nicht zählen, bestimmt 100 Stück oder so und dann sitzen noch ein paar auf dem Boden. Also das ist wirklich, lasst euch da nicht unterkriegen. Ich war am Anfang, wie gesagt, relativ enttäuscht, dass da nichts los ist und jetzt auf einmal kommen die alle und wenn ich fütter, dann schweben kurz danach jede Menge frei im Wasser. Wie sieht das mit dem Füttern aus? Ich habe weiterhin eigentlich nur mit dem Liquizell gefüttert. Ich hatte ja ab und zu mal hier so ein paar Granulatkörnchen am Anfang reingeworfen. Ich glaube, das funktioniert auch. Die sind so relativ gut zerfallen. Man sieht noch so kleine Häufchen da am Boden liegen. Und das wird dazu geführt haben, dass eben diese ganzen Algen jetzt wachsen, dass eben ausreichend Nährstoffe da sind. Und ab und zu das Liquizell, immer wenn es ja, zu durchsichtig wird, das Wasser. Mit dem Spirulina-Pulver. Habe ich bisher noch nichts gemacht, das müsste ich mal einzeln anrühren. Die sind allerdings so klein, diese Larven, dass ich nicht ganz sicher bin, ob die dieses Spirulina-Pulverzeug überhaupt schon vernünftig fressen können. Aber dann, gerade eben, habe ich also hier in das andere Becken reingeschaut und habe da tatsächlich eine kleine Amano-Larve rumschweben sehen. Und wo eine ist, das habe ich ja nur gelernt, da werden wahrscheinlich noch mehrere auch in diesem Becken drin sitzen. Also diese Abgießmethode hat definitiv funktioniert. Leider das mit dem Licht nicht. Aber, um jetzt, weshalb komme ich da überhaupt drauf, von der Größe her sind die hier noch super klein. Die jetzt ja seit etwas über 2 Wochen hier rumschwimmen. Die neuen sind allerdings noch kleiner. Also muss ich schon irgendwas getan haben. Das heißt, die haben sich wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie oft sich diese Larven hier häuten. Die werden das jedenfalls schon ein paar Mal erfolgreich gemacht haben und sind jetzt schon ein bisschen größer. Ein bisschen größer heißt, ja, keine Ahnung, 2 mm oder so. Ja, also das ist super spannend. Und ich lasse dann natürlich nicht dabei bewenden. Ich hatte ja noch ein drittes Weibchen jetzt hier in dieses hintere Becken reingesetzt. Und bei diesem Weibchen, das muss ich ja auch mal erfahren, die hat die Eier abgeworfen. Also es wurden immer weniger und nach 3 Tagen waren keine Eier mehr da. Ich habe keine Ahnung, ob die aktiv abwerfen können. Sie hat sich jetzt definitiv nicht gehäutet. Die Eier sind einfach verschwunden. Und es war jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen alle weg. Ich habe ja gesagt, die wurden dann so jeden Tag, als ich nachgeguckt habe, waren es immer weniger. Und irgendwann, als dann keine Eier mehr da waren, habe ich die natürlich auch wieder zu ihren Freunden quasi zurückgesetzt, die Amano-Garnele.
Passend habe ich dann aber wieder trächtige Weibchen gesehen und habe jetzt hier wieder diese beiden Becken mit trächtigen Amano-Weibchen bestückt. Außerdem hatte mich jemand gefragt, wie es denn mit den Nachzuchten aussieht, also ob es nicht einfacher ist, die nachzuzüchten, wenn man schon mit Nachzuchten arbeitet. Und ich war irgendwie davon ausgegangen, dass meine Tiere Wildfänge sind. Aber das stimmt überhaupt nicht, habe ich mal wieder festgestellt. Ich habe nämlich neue Garnelen hier für den Shop bestellt und festgestellt, das sind natürlich schon Nachzuchten. Ich weiß jetzt nicht von wem oder unter was für Bedingungen die nachgezüchtet wurden. Oh, vielleicht war das auch irgendwo in Asien, sonst wo. Fliege. Das weiß ich nicht. Es sind allerdings, zumindest so sind sie ausgeschrieben beim Großhändler, bezeichnet als Nachzuchten. Und wenn die Theorie von dem Kommentarschreiber hier, vielen Dank an dieser Stelle für all die Kommentare, wenn die Theorie stimmt, dass eben Nachzucht-Amanos leichter wieder zu reproduzieren sind, dann kann das natürlich sein, dass es jetzt deswegen bei mir aktuell so gut funktioniert, weil es eben schon Nachzuchten waren. Also die habe ich jetzt nicht vorher nachgezogen, die habe ich aber dann anscheinend schon als Nachzuchten bekommen. Sollte ich da irgendwas anderes gesagt haben, tut's mir leid. Ich war selbst etwas, naja, ich sag mal positiv überrascht, dass ich tatsächlich hier schon Nachzuchten habe. Ich hatte das natürlich auch schon überall stehen, aber ja, wenn man so im Trott ist, dann kommt man darüber hinweg. Kann auch sein, dass Stefan das noch eingestellt hatte und ich da noch überhaupt gar nicht richtig von wusste. Jedenfalls irgendwie hatte ich das schon mal so im Hinterkopf, dass es Nachzuchten sind und anscheinend scheint das ja auch gut zu funktionieren. Ich habe jetzt dementsprechend auch nicht den Vergleich, wie es bei Wildfangtieren aussieht. Das muss ich jetzt an der Stelle ganz klar sagen. Es sind keine Wildfänge und ich kann da jetzt auch nicht draus schließen, wie es jetzt bei Wildfangtieren aussehen würde, ob das genauso gut oder schlecht funktionieren würde. Hier bin ich jetzt natürlich besonders gespannt, ob dieses Absieben scheint denen ja nicht geschadet zu haben. Zumindest habe ich ja, wie gesagt, da schon mal eine rumschweben sehen. Aber ob die Kopepoden denen irgendwie, wahrscheinlich fressen denen einfach nur das Futter weg. Muss ich also mehr füttern. Und ursprünglich hatte ich ja mal vor, das nächstes Jahr draußen in einem Mörtelkübel mit Artemia auszuprobieren. Ja, wenn ich jetzt hier natürlich eine Kopepoden in Anführungszeichen Zucht habe, sollte das derselbe Effekt sein, dass wenn die Larven nachher größer werden und dann werden die ja auch so ein bisschen räuberisch, ob die es vielleicht schaffen, dann die Kopepoden als Futter mit zu verwerten. Das fände ich super spannend. Ich werde das weiter verfolgen und ich werde also, je nachdem, wann jetzt diese anderen Weibchen hier ihre Junglarven rauswerfen, muss ich dann mal überlegen, in welches Becken ich die hier nachher reinsetze. Ich wollte jetzt nicht für jedes Weibchen ein neues Becken aufstellen. Von daher wieder Frage an euch. Habt ihr das schon mal gemacht? Verschiedene Altersstadien zusammen aufgezogen? Wie würdet ihr das machen? Also ich würde es wahrscheinlich jetzt eher zu den Jüngeren setzen, damit der Altersunterschied nicht so groß ist. Ich weiß allerdings auch nicht, wie lange die jetzt schon trächtig waren. Ich sehe das ja immer nur, wenn ich gerade mal eine trächtige rausfange, dann freue ich mich. Von der Eifarbe her waren jetzt beide so gräulich. Je heller die werden, desto näher sind wir am Schlupf, habe ich mir sagen lassen oder habe ich hier auch beobachten können. Allerdings, wenn die schon sehr hellgrau sind, heißt das noch lange nicht, dass sie dann auch sofort werfen. Das hatte ich ja hier bei der einen schmerzhaft erfahren müssen. Also die war sehr hellgrau und ich habe da eine Woche lang jeden Tag quasi geguckt, jetzt ist es endlich soweit. Kann man jetzt nicht so pauschal sagen, wie lange die jetzt tragen, wie lange das noch dauern wird. Aber offensichtlich, auch nach mehreren Wochen, ist der Größenunterschied jetzt nicht so riesig, dass ich die dann vielleicht schon zu den anderen auch noch setzen würde. Würdet ihr das machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch wenn ich hier irgendwas ganz falsch mache oder ihr sagt, jetzt fang doch endlich mal an, Spirulina zu füttern. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde das hier weiterhin so machen, dass ich das so mehr oder weniger nach Gefühl fütter. Nämlich immer so die Trübung des Wassers, werdet ihr ja hier jetzt in den Aufnahmen sehen. So versuche ich das zu erhalten. Wenn es deutlich klarer wird, dann fütter ich eben nach. Und wenn es noch trüb ist, dann fütter ich auch mal jetzt 2-3 Tage nicht. Das hängt auch nicht unbedingt nur von der Futtermenge ab, sondern auch, wie stark sich die Algen im Becken natürlich vermehren. Also ich habe ja hier versucht, dass möglichst viel Algenwuchs aus dem Becken herauskommt. Und wenn sich die Algen von alleine natürlich vermehren, dann brauche ich nicht so viel nachfüttern. Und es sind wahrscheinlich dann auch irgendwie bessere Algen, leckere Algen, keine Ahnung. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, wenn das sich von selbst ganz gut grün hält. Ja, ich denke, jetzt habe ich genug geschwafelt und ich freue mich natürlich, wie jetzt die Entwicklung ist, werde ich euch dann weiterhin zeigen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.